Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Gothic 2 Die Nacht des Raben. Ich will mich jetzt nochmal zurück auf den Weg machen zu den Piraten. Ist hier noch irgendwie was? Vielleicht versteckt? Irgendwo hinter? Nö. Und einmal morgen den Ring geben, den er haben wollte. Oder zumindest den, den ich habe von ihm. So, vielleicht nochmal. Komm, wir können auch eben was schnell buddern. Wir haben sehr viel Brot auch auf jeden Fall. Den Apfel müssen wir uns gönnen. So, gönnen wir nochmal ein bisschen mehr Brot, damit die Gesundheit mal voll ist. Aber lassen noch ein bisschen was übrig. Hier essen wir auch noch ein bisschen Käse. So, Fisch können wir auch mal gönnen. Und wir haben auch so viele Pilze. Machen wir unsere Gesundheit einmal mit Pilzen voll. So, das müsste reichen. Und dann würde ich sagen, reden wir vielleicht doch nochmal mit Francis einmal. Weil bisher haben wir noch nicht mit ihm gesprochen und hier ist nochmal Blauflieder. Hier auch. Hier ist das richtig gemein versteckt. Aber okay, mittlerweile achte ich auch ein bisschen mehr drauf, wo etwas versteckt sein könnte. Es fängt schon wieder an zu regnen. Wie viel fehlt uns noch für die nächste Stufe? Noch 5600 Punkte. Ja gut, hier auch nochmal Blauflieder. Aber komm, wir reden mit Morgan. Morgan war doch, glaube ich, der Typ, der da hinten am Schlafen war. Kann das sein? Warte mal, gab es da unten nicht auch noch etwas zum Ausgraben? Bevor wir zu Morgan gehen, würde ich nochmal kurz gucken, ob es hier unten nicht noch was gab. Ein X vielleicht irgendwo. Da will ich ja nämlich ganz sicher gehen, dass ich nichts übersehen habe. Pfeil habe ich übersehen. Noch ein Pfeil. Okay, mehr ist hier nicht. In der Höhle vielleicht? Gab es da noch was? Oder hier unter Wasser vielleicht? Nee, sieht nicht so aus. Vor allem hier unter Wasser kann man nicht mal mit der Kamera drehen. Finde ich ein bisschen schade. Okay, beide sind auch schon weg. Hm. Hier gab es nichts. Vielleicht war es auf der Insel? Okay, für umsonst hier runtergegangen. Dann brauchen wir hier gar nicht mehr hinzukommen. Hätte ja sein können, dass es hier was noch gab.
Ja, okay, aber Ausgrabungsstellen gibt es hier sicherlich noch irgendwo genug. Und kann sein, dass wir vielleicht ein paar noch finden werden. Ein paar wahrscheinlich werden wir übersehen, vergessen. Ah, ich vermisse die Rolle. Aber für die Rolle müssen wir wahrscheinlich Geschicklichkeit lernen. Also hattet ihr mir zumindest in den Kommentaren mal geschrieben gehabt. Dass man dafür schon Geschicklichkeit lernen muss. Irgendwie Ego-Perspektive mag ich auch irgendwie sehr. Ich hätte das anders gemacht. Ich bin so, wo ist morgen? Das habe ich noch gar Der war doch sicherlich derjenige, der dahinter am Schlafen war, oder? Ja, morgen. Was ist los? Wegen Angus und Hank. Wegen Angus und Hank. Ich habe sie gefunden. Jetzt lass dir doch nicht jedes Wort aus der Nase ziehen. Wo sind sie? Sie sind tot. Der Ring. Was ist mit dem Ring? Ach, hier ist er. Hier ist er. 200 Farben. Ja, das ist er. Guter Mann. Hier, nimm diese Steintafel. Sie sieht zwar aus wie alter Ramsch, aber Garrett wird eine Menge Gold dafür springen lassen. Unterrichte mich? Unterrichte mich. Einhand? Nee, Einhand will ich nicht. Dein Trupp in sein... Na dann, gute Nacht. Sein Trupp will ich auch nicht. So, Steintafel haben wir bekommen. Was für eine? Hier, Steintafel des Geschicks 1. Nochmal Geschicklichkeit plus 2, okay. So. Dann würde ich jetzt mal mit Francis reden wollen. Es kommt nur auf die Kraft an. Also, komm mir nicht so. Ich habe dein Versteck gefunden. Ich habe dein Versteck gefunden. Dein Schatz und dein Heuerbuch. Das ist doch dein Buch, oder? Das Buch habe ich noch nie gesehen. Oder selbst, wenn mir das Buch gehören würde, du glaubst doch nicht im Ernst, dass die Jungs dir die Geschichte nur wegen ein paar vergilbter Zetteln abkaufen, oder? Du hast sie alle um ihren Anteil betrogen. Warte mal. Ich gebe dir den Schlüssel zu Gregs Hütte. Da drin sind eine Menge wertvolle Sachen. Aber du gibst mir das Buch und hältst die Schnauze, klar? Okay. Dankeschön. Das war doch schon vorher klar. Zu weit weg. Ich mach mal hier wieder zu. Guck ich mir mal an, was es hier so gibt. Ein Sextant. Goldener Kerzenständer. Da haben wir die Karte von Corinnes. Komm, ich leg mich mal in Gregs Bett. Bis zum nächsten Morgen. So, Lederbeutel. Ich nehme mal alles mit hier. Wie viele Lederbeutel sind das?
Apfeltabak. Noch ein Lederbeutel. Silberne Schale. So, weißer Rum. Gold. Logbuch von Greg. Logbuch von Greg. Ich kann diesen Strand nicht mehr sehen. Überall Sand. Ich kann schon gar nicht mehr richtig schlafen, weil es überall juckt. Wird Zeit, dass Raven das Gold für die Gefangenen rüberschiebt und wir wieder in den See stechen können. Werde wohl ein ernstes Wort mit dem aufgeblasenen Fatzke sprechen müssen. Was erlaubt sich dieses Arsch? Hat mich von einem stinkenden Schergen am Tor abwimmeln lassen. Der wird mich noch kennenlernen. Sein Speichellecker Bloodwin werde ich eigenhändig zu Fischfutter verarbeiten. Wenn er nicht bald zahlt, werde ich andere Seiten aufziehen. Die Banditen werden langsam aufsässig. Die letzte Lieferung haben sie immer noch nicht gezahlt. Wir haben einfach zu wenig Informationen. Ich muss rausfinden, was Raven hier will. Ich werde mit dem Großteil der Mannschaft zum Festland fahren und das Erz in Sicherheit bringen. Francis bleibt mit ein paar Leuten hier und befestigt das Lager, damit die Zeit nicht ungenutzt verstreicht. Habe ich Bowens die Rüstung gegeben. Er wird für mich ins Banditenlager schleichen und dort rausfinden, was Raven vorhat. Okay. Bowens hat die Rüstung. Ah, verdammt. So, alte Münzen, Stängel Sumpfkraut, Goldbrocken, Gletscherquarz, Gold und Fisch. Ich speichere jetzt mal auf die 2. Sag mal, was machst du in meiner Hütte? Ich... Kaum ist man mal ein paar Tage nicht da, da glaubt jeder, kann mir auf der Nase rumtanzen. Was ist eigentlich hier los? Die Palisade ist noch nicht fertig. Der Canyon quillt fast über vor Viechern und alle machen sich einen schönen Tag. Ist das etwa alles, was du zustande gebracht hast, Francis? Verzieh dich sofort von meiner Bank. Und du, was hast du gemacht? Gearbeitet. Bisher noch nicht viel. Gearbeitet. Gearbeitet. So, was denn? Ich habe die Banditen aus dem Turm erledigt. Naja, das ist ja schon mal ein Anfang. Ab jetzt wirst du mal richtige Arbeit kennenlernen. Wie bist du eigentlich hierher gekommen? Mit mir hast du wohl nicht gerechnet, was? Nur damit wir das mal klarstellen. Ich bin Greg und das hier ist mein Lager. Genügt dir das? So, ich brauche die Banditenrüstung. Mach die erstmal nützlich, dann können wir darüber reden. Okay, was gibt's denn zu tun? Als erstes müssen wir hier wieder ein bisschen Schwung in den Laden bringen. Morgen die faule Sau schicke ich zum Brettersägen. Du wirst morgens Job übernehmen und den verdammten Canyon von Viechern säubern. Welche Viecher? Die Razor im Canyon kommen immer näher ans Lager. Ich habe keine Lust, dass einer meiner Männer im Suff von den Biestern gefressen wird. Soll ich das etwa ganz alleine machen? Am besten schnappst du dir jemanden von den Jungs. Die sollen ihre Heuer verdienen, anstatt den ganzen Tag nur zu tratschen. Boah, kann ich die mitnehmen? Dann werde ich mal aufbrechen. Noch was. Du bist jetzt einer von uns. Also ziehst du dir erstmal vernünftige Klamotten für die Yacht an. Hier hast du eine von unseren Rüstungen. Ich schätze, die wird dir passen. Und trödel nicht so lange herum, klar? Okay, warte mal. Greg ist schon mal wieder hier, okay. Hab ich jetzt die Banditenrüstung an, oder wie? Die Piratenrüstung. So. Die mache ich mal auf. So, Apfeltabak. Kann ich nichts mitmachen. So, wo ist denn die Rüstung? Piratenrüstung habe ich gerade an, tatsächlich. Okay. Das Ding hat 100, 150 und 25. 55, 5. Die ist besser. Warum?
Ja, okay, egal. Für die Quest jetzt erstmal. Kann ich Skip mitnehmen? Ich hab was anderes gemacht. Wegen des. Du sollst mir helfen. Oder warte, erstmal mit morgen. Morgen zum Bretter-Ding schicken. Ich wundere mich über zum Sägen. Boah, da können wir die vielleicht im Canyon nutzen, um die Orks hier auszuschalten. Okay, hier ist morgen nicht mehr da. Francis? Morgen, ah, okay. So. Skip! Du sollst mir helfen. Du sollst mir helfen. Worum geht's? Der Canyon wartet. Nimm bloß noch ein paar Jungs mit. Der Canyon ist mordsgefährlich. Ich kann mehr mitnehmen? Komm mit. Komm mit. Auf geht's. Ich kann mehr mitnehmen? Kann ich Brandon mitnehmen? Du sollst mir helfen? Du sollst mir helfen. Das ist ja was ganz Neues. Wer sagt das? Greg. Wir sollen im Canyon Razor jagen. Endlich passiert hier mal was. Von mir aus können wir sofort los. Je eher wir die Biester erledigt haben, desto eher können wir wieder hier sein. Komm mit. Komm mit. Bin schon da. Kann ich Matt auch mitnehmen? Komm mit. Komm mit. Nee, ich kann nicht weg. Ja, ich versuche gerade mich entspannen. Befehl von Greg. Ach so. Das ist natürlich was anderes. Ich meine, natürlich komme ich mit. Ja, wo soll's denn hingehen? In den Canyon. Wir sollen den Canyon säubern. Halt einfach die Klappe und komm mit. Halt einfach die Klappe und komm mit. Ei, ei, Captain. Kann ich ihn auch mitnehmen? Du sollst mir helfen. Du sollst mir helfen. Befehl von Greg. Gut. Komm mit. Komm mit. Gut. Gut. Kann ich ihn bestimmt auch mitnehmen? Du sollst mir helfen. Boah, du sollst mir helfen. Befehl von Greg? Du hast es erfasst. Der Canyon wartet. Der Canyon wartet. Ei, ei, Captain. Warte mal. Ist es schon 1, 2, 3, 4, 5? Mit mir sind 6. Kann ich Garrett mitnehmen? Komm bloß nicht auf die Idee, mich zu fragen, ob ich beim Entertrupp mitmache. Was meinst du, was die anderen Jungs machen, wenn ich weg bin, hm? Wenn ich wiederkomme, habe ich nicht eine volle Kiste mehr in meiner Hütte. Ich bleibe hier und passe auf unsere Vorräte auf. Okay, ihn kann ich nicht mitnehmen. Kann ich noch wen mitnehmen? Hier, den da. Bones. Der Canyon wartet. Der Canyon wartet. Tut mir leid, ich habe gerade keine Zeit. Ich muss trainieren. Gib mir die Banditenrüstung. Gib mir die Banditenrüstung. Ich bin doch nicht verrückt. Greg reißt mir den Kopf ab. Er hat ausdrücklich gesagt, dass ohne seinen Befehl niemand die Rüstung bekommt. Ich kann sie dir nicht geben, vor allem jetzt nicht, wo er wieder da ist. Okay. Warte mal, gab es hier nicht noch jemanden? Hier Bill zum Beispiel? Hier. Bill. Und, was machst du jetzt? Was machst du jetzt? Ich mache erstmal Pause. Francis hat meinen alten Job gekriegt. Von mir aus kann er die Bretter sägen, bis er schwarz wird. Okay, ihn kann ich nicht aber mitnehmen. 1, 2, 3, 4. Da fehlt jetzt einer. Wir waren noch gerade zu fünft. Also zu sechs mit mir. Also warte mal, wir haben Skip, Brandon, Matt, Pirat. Ein Pirat fehlt jetzt. Ein Namenloser, wo ist denn der? Okay, einen sind wir schon jetzt los. Kann ich ihn mit, hey, du. Mit anheuern? Der Captain hat dir einen eigenen Entertrupp gegeben, was? Ja. Dann sieh mal zu, dass die Jungs ordentlich was zu tun kriegen.
Okay, die lasse ich mal weiter sägen. Warte mal. Wo ist ein Alligator Jack? Können wir den auch mitnehmen und fragen? Da ist er. Den fragen wir auch mal. Lass uns jagen gehen. Lass uns jagen gehen. Alles klar. So, zu sechst. Ich habe keine Ahnung, wo der letzte Pirat bleibt. Aber ey, dann können wir jetzt die Orks da fertig machen. Oh. Hier ist er. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wir sind zu siebt. Wenn wir uns verlieren sollten, treffen wir uns hier am Wasserloch wieder. Lass uns weitergehen. Also hier treffen wir uns wieder, wenn wir uns verlieren. Okay. Ah, okay, da ist ein neuer Razor. Ist viel weniger. Drei Razor übrig. Okay, wo sind denn die? Da ist nochmal einer. Da ist wieder eins von diesen. Ich hab's immer noch drauf. Nice. Da ist nichts zu holen. Also zwei noch. Da ist schon der nächste. So, das war's mit dir, du Mistvieh. Okay, wo ist denn der letzte? Oh, lass mal lieber zuerst uns um die Orks kümmern, ja? So, sind denn alle noch da? Skip, Brandon, Matt, Pirat, Pirat. Da fehlt schon wieder einer. Egal. Orks, ich hasse die Biester. So, ist viel weniger. Hallo, Captain. Ich könnte einen Heiltrank gebrauchen. Hier. Komm. Hier, nimm den Heiltrank. Ah, okay, die können draufgehen. So, ich will hier die Orks looten. Wo ist ein anderer Ork? Nichts zu holen. So, ich will den anderen Ork auch noch looten, hallo? Dann sehen wir mal zu, dass wir die alle platt kriegen hier. Anführer der Horde. Ich würde vielleicht hier einmal speichern, wieder auf die 1. Mal gucken, dass ich die mal herhole. Nicht, dass jetzt einer hier drauf geht. Jo. Nein. Jo, hört auf mich zu treffen.
Okay. Warum haben wir auch die ganze Zeit Pirat hier anvisiert? Alle da, ne? So, ich lock die alle gegen mich. Autsch. Ich hoffe, die überstehen das. Alter, was geht denn hier ab? Okay, das könnte kritisch werden. Ich hoffe, die... Oh, hier ist einer der Piraten ist schon tot. Das könnte sehr kritisch werden hier. So. Alle tot, ne? Wer ist jetzt tot? Pirat? Wäre Ork-Axt? Matt und Brandon haben überlebt. Skip. Skip ist tot. Wird vielleicht lieber nochmal neu laden. Das war vielleicht doch keine gute Idee, es so zu machen. Das war ein bisschen zu heftig. Die vielleicht die da hinten anlocken wollen. Dass wir zumindest nicht alle auf einmal hier... So, das war's mit dir, du Mistvieh. Nice. So, wer braucht hier noch einen Heiltrank? Also, Matt, geht's noch gut? Pirat, Brandon. Und will ich jetzt auch nochmal speichern? Denen geht's gut. Die haben's überstanden. Nein. Ah, ist nur ein Pirat, okay. Okay, das gefällt mir gerade ein bisschen weniger. Dass ich jetzt... Wir laden das nochmal. Weil die hier drauf gehen allesamt. Wie soll man das denn schaffen hier? Achso, wir sind wieder hier zu fünft. Wo ist denn eigentlich der sechste? Also die sind zu fünft. Wo ist denn der sechste jetzt wieder hin? Wieder oben am Wasserloch? Wo ist denn eigentlich der letzte Razor jetzt? Also ich kann mir schon vorstellen, dass irgendwo da hinten sein soll. Ah, da ist er.
Alligator Jack, der hat noch gefehlt. So, Skip, Brandon, Matt, Pirat, Pirat, Alligator Jack. Sind wir jetzt wieder vollzählig? Dann gehen wir nochmal runter und sehen zu, dass wir dann doch zu siebt vielleicht die Orks da ausschalten können. Ich muss ganz ehrlich sagen, das sieht schon geil aus irgendwie. Das sieht schon wirklich sehr, sehr geil aus. Irgendwo läuft hier was. Ein Trank. Irgendwas höre ich hier auf jeden Fall rumlaufen. Na, ist jetzt nur die Frage, wie machen wir das dann gleich mit den Orks da hinten? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, immer noch vollzählig. Ich würde sagen, in der nächsten Folge gehen wir mal in die Schlacht gegen die Orks. Und vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao.